Tja, hallo und willkommen bei meinem ersten, bei meiner ersten Aufnahme vom vierten Spieltag unseres Multiplayer-Spiels Crusader Kings 2. Ich bin's, euer lieber Odo, und ich begrüße auch unseren wundervollen Hadmar. Hallo, Hadmar. Redest du jetzt mit mir, weil du Nein, hast das den ich rede mit wundervollen dir. Hartmann genannt. Ja, stimmt. Normalerweise sage ich nicht den wundervollen Hartmer, sondern den schmierigen, ekeligen Hartmer, der da im Norden vor Ja, mir herumrennt. Grüße, Ja, Charme. wir sind im Jahr 871. Ich bin der gute Scheich Mohammed von sowieso und sowieso. Ich bin Scheich von Haffa, Al-Batia, Veit und Kadischia, keine Ahnung. Letztes Mal habe ich meine Hadsch hinter mich gebracht, und ich glaube, Hartmann, wir können, wenn du möchtest, beginnen. Ja, ich glaube, dass deine Nichte auch verlobt. Auch Habe ich ich habe das? Ah ja, stimmt, meine ich habe Hadsch hinter mich meine. gebracht, was für meinen Charakter bemerkenswerter ist, da er schon 51 Jahre alt ist und graue Haare hat. Aber wir sind beide wohlbehalten zurückgekehrt Ja. von Mekka Ich bin sogar und sind jetzt ambitioniert lieben. zurückgekommen. Ja, das bin ich nicht, aber gläubiger sind wir beide zugekommen und das ist doch gut. Doch, weil unsere Priorität, meine ist zumindest jetzt bei stolzen 68, also positiv, nachdem sie tief unten lag für lange Zeit, im negativen Bereich. Gut, wir starten das Spiel. Ja, lass uns das starten. Das letzte Mal habe ich irgendwie ein Problem gehabt, eine zweite Frau zu bekommen, und es geht auch nicht. Ich kann keine zweite Frau heiraten irgendwie. Oh Ich nein! kann nur Kurtisanen nehmen. Shake Oh nein! weil Proposal was defeated in the ensuing vote. Was? Die Frau meines Lehnsherrn ist gestorben. Tragisch. Sogar gerade 20. Und sie hat ihm nur eine Tochter geboren. Ah, der wollte einen Krieg führen mit meinem. Stimmt, und ich war dagegen. Er wird mich hassen. Naja, gut soll sein. Er wird damit leben müssen, dass ich anderer Meinung bin als er. Grundsätzlich bin ich ja für das alles, was du eintrittst, aber so können wir das nicht machen. Unser Lehnsherr ist einfach zu stark. Aber ich sehe gerade, wir sind eigentlich nur zu dritt. Mit meinem Lehnsherrn gemeinsam. Mein Lehnsherr hat zwei Emirate, nämlich Al-Kufa, da bin ich drinnen, Ich und pausiere das kurz, ich habe eine Nachricht Bagdad. bekommen. Echt jetzt? Ja, mein Lehnsherr. Was ist mit deinem Bitte? Lehnsherrn? Also, das kann mir nicht vorstellen, dass ich das annehme. Mein jüngerer Schade. Sohn, der verlobt ist mit deiner Nichte, Aha. soll das Mündel werden von. Oh, vom Emir himself. Himself. Von deinem Lehnsherrn quasi. Ja, aber ich werde es ablehnen. Das wird er nicht Ich mögen. erziehe, das kann sein, aber ich erziehe gerade selber das Recht. Und mein Lehnsherr ist ein guter Krieger, ein brillanter Stratege, ein geschickter Kämpfer. Ja, das finde ich gut. Auch gute Eigenschaften. Nein, ich lehne ab. Und es geht weiter. Wollte das nur richtig abwägen, diese Entscheidung. Ja, auf jeden Fall, meine Fraktion hätte sich vielleicht gegen meinen Lehnsherrn erhoben, aber das Problem bei dem Typen ist, der hat eigentlich nur eigene Gebiete. Ja, das sind zwei Gebiete. Jawohl! Und da hat er auch zwei. Na, der wäre einfach zu stark, wenn er Chakoya uns fehlt. Kure ist schon ein Novice Diplomat mit 6. Der ist schon Ich ein bin so Novice stolz auf meine Diplomat Söhne. mit 6. Ja. Org. Da ihr Vater ja ein Meisterdiplomat ist und seine Söhne erzieht, ich erziehe jetzt Ja, du bist so ein Streber. werden auch meine Söhne behandelt geschickt.
Tja. Das gefällt mir. Meine ist ein Kind. Oh! Und er ist auch kind. Faction Leader ruft wieder mal seine. Faction zusammen. Faction zusammen, ja, da kann ich ihn, wenn ich will, absetzen, das will ich aber nicht. Oh mein Gott. Der gute Darab, irgendein Typ aus dem. Mein Spymaster hat einen Sohn, den er Assad nennt. Keine gute Namenswahl eigentlich. Oh, mein Faction Leader will den Lehnsherr, den Emir, unterstützen. Was wieder mit dem Emir? Er will mit seiner Faction, mit seiner Glory Faction den Emir unterstützen und ich bin einverstanden. Ah, du bist echt schleimig. Kein Aufstand, kein Widerstand, kein Nix. Ja, wir Kurden sind momentan nicht so stark. Wir sind jetzt nicht stark wie die Kurden. Ja. Mit etwas Glück geht mein Emir in irgendeinen Krieg und dann könnten wir einen Aufstand machen. Aber mein Emir scheint relativ friedlich zu sein. Oh, Shaikh Hizen, das ist mein Faction Leader, ist gestresst. Wieso ist er gestresst? Wahrscheinlich, weil er ambitioniert ist. Das ist immer stressig. Ja, wer ist er? Ja, das ja. Macht dich gestresst. Oder es kann dich gestresst. So, machen. Ich sehe die beiden Kriege in unserer Umgebung. Sind das noch am Laufen? Ja, der eine Krieg ist ein Wahnsinn. Der geht schon seit Ewigkeiten. Der ja, in die besetzen sich wechselseitig, aber schaut keiner so aus, ist aber viel stärker als der andere. Ja, die sind circa gleich stark, stimmt. Und im Endeffekt ist das fürchterlich, weil das nur unser ganzes Königreich schwächt. Ja, aber das Königreich ist jetzt. Hat keine guten Aussichten, würde ich mal behaupten. Meinst du? Die Wahrheit liegt da nieder. Ja, was ist mit dem anderen da oben bei dir? Da gibt es ja auch einen Krieg. Ja, der ist momentan, da geht auch nicht viel weiter, aber ich fürchte, die Christen werden sich erfolgreich verteidigen gegen den Angriff. Na super. Ich hoffe, ich lebe noch 5 Jahre, solange dauert es, bis mein nächster Sohn groß wird. Solange dauert es noch, bis dein jüngster Sohn was ist? Mein ältester Sohn großjährig ist. Aha. Solange will ich zumindest noch leben. Du meinst, dass du dann direkt übernehmen kannst und nicht ein Regent für dich regiert? Richtig. Hast du keinen guten Regenten? Doch, aber das ist immer so ein bisschen eine Sache. Mhm. Ah, ich könnte übrigens. Was kannst du alles machen, wenn du einen Regenten hast? Das weiß ich nicht. Ich glaube, man kann. Es ist eingeschränkt, was man machen kann, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, inwieweit. Ja. Also ich weiß auch nicht genau, was ich tun soll jetzt gerade, weil, um ehrlich zu sein, ich meine, ich habe ein bisschen wenig Geld. Ich würde ganz gerne meine Gebäude ausbauen. Ich brauche da Technologie noch. Weil darf ich es nicht ausbauen. Jetzt bist du weg. Nein, da bist du wieder. Ich weiß nicht, dass die Technologien hätte ich ja für all das Zeug, aber das Problem ist, ich kann es nicht bezahlen, weil es alles so teuer ist. Na da, in dem Village könnte ich vielleicht was bauen. Ein Earth Hill vor, aber was bringt mir ein Earth Hill vor? Ach, oh, mehr Truppen. Aber ja, wieso nicht? Das ist so technologisch hinten nach. Warte mal, ein Market Village. Das ist ja cool, das kostet auch nicht sehr viel mehr. Das ist gut. Ja, ich brauche noch etwa 50 Schilling, dann kann ich eine Kasper Town bauen. Ist schön, wenn man die erhöht mein Einkommen. Es wäre irgendwie schön, wenn mein Steuereintreiber irgendwas Sinnvolles machen würde. Build Legend, Oversee Construction, Settle Province. Der kann nicht mehr Steuern eintreiben, sehe ich gerade. In dem anderen, also in dem nicht gemoddeten, beziehungsweise Dings, konnte er Steuern eintreiben. Da kann, hast dann immer wieder so Sondersteuern bekommen. Da rennt eine Armee durch mein Land. Ja, ich glaube, das ist ihnen relativ egal, dass das dein Land ist. Sie haben die Waffen. Das ist ja das Land des Kalifen, aber trotzdem. So, ich schau mir das mal jetzt an, den Krieg da oben. Ah, der führt gegen zwei Fronten. Der führt einen Zwei-Fronten-Krieg, der Idiot. Der Emir. Vom
der Emir Marwan of Al-Marwani-Emirat. Ah, ich habe noch einen Plot laufen, der immer noch nicht erfolgversprechend ist. Ich habe zu wenig Kinder. Ich würde ganz gern mehr verheiraten. Mir fällt auf, ich bin jetzt seit ein paar Jahren verheiratet, seit 2 Jahren. Meine Frau ist inzwischen 20 und Du hast noch immer kein Kind. lustvoll und ich habe noch immer kein Kind. Ah, okay. Ich habe auch eine Zweitfrau, die ist zwar nicht lustvoll, aber immerhin. Das kann nicht sein, bitte. Muss ich die beiden verstoßen, wenn das so weitergeht? Ja, vielleicht sollte ich mir noch eine Kurtisanin zulegen, eine zweite. Jetzt sehe ich's erst. Mein Dings, mein Emir mag mich so sehr, dass ich sogar Court-Musician bin. Ist das cool? Ja, das bin ich auch bei meinem Lehnsherrn. Und auch Commander. Was, Court-Musician? Kannst du auch so gut singen wie ich? Wir könnten singen, hey, a son was born. Meinem Bruder, Mist. Haha, noch mehr Konkurrenz. Noch mehr Konkurrenz, super. Der ist viel Dings, der ist viel, viel, wie sagt man, fruchtbarer, glaube ich, als ich. Kommt mir zumindest so vor. Family, wo ist denn mein Bruder? Wie viele Kinder hat er? Nein, der hat auch nur 2 Kinder. Jetzt hat er seinen ersten Sohn. Jetzt wird er noch grantiger werden, wenn er nichts kriegt von mir. Also ich glaube, ich werde noch ungefähr 10 Sessions brauchen, bis er auch nur die ersten Namen bemerken kann hier. Das ist entsetzlich. Ja, aber das Problem ist, diese Leute sterben dann alle. Mein Bruder ist Justus. Nein, ich rede jetzt mal von den Ortsnamen. Achso, die immerhin Ortsnamen. Immerhin Tabith sagt mir etwas. Das liegt, glaube ich, im Irak heute. Ja. Im Nordirak. Ja. Also ich bin südlich von Al-Kufa. Das sagt man auch was. Und Bagdad. Weil von in Al-Kufa ist, glaube ich, Tikrit. Oder kann das sein? Hey, warte mal, da ist hier Tikrit was. Ist, glaube ich, Tikrit. Ist die Hauptstadt. The peasants told the whole cast about the dragon they saw in the forest and now the eager young men keep nagging me about the true dragon hunt. Na super. Some gold might shut them down? Nein. Ich sehe dich schon wieder sterben. Fearsome oh, dragon, warte, thou darfst not... Pause, ja, tu das bitte. Fearsome dragon, thou darfst not scare me. Gain one marshal. Dragons do not exist, right? I will kill it and hang its head and over the hearth. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich glaube... Was habe ich denn gerade für eine Ding? Was habe ich denn gerade für eine... Improved Diplomacy will ich. Das ist ja doof. Ich kann nur was nehmen, was meine Diplomacy senkt. Aha! Okay, ich nehme das Plus 1 auf Marshall, was soll's. Da sind wir immerhin auf Marshall 16 schon. Nicht schlecht. Ich hoffe, es gibt Drachen wirklich nicht. Weil ansonsten habe ich jetzt echt ein Problem. Also bei mir ist passiert, ich werde jetzt... Also wenn du dich erinnerst, und für alle anderen auch... es gibt 5 Scheichtümer im Emirat meines Lehnsherrn. Aha. 3 davon werden von Kurdenscheichs beherrscht. Einer davon bin ich. Und die anderen beiden, jeder von denen hat eine Faction gegründet. Der eine hat die Prosperity Faction gegründet und der andere die Glory Faction. Ich habe in der Prosperity Faction angefangen und wurde dann von der Glory Faction abgeworben. Jetzt kommt wieder der Prosperity Faction wieder zu mir und will mich wieder für seine Faction abwerben und ich lasse mich. Weil da will ich eh viel lieber sein. Prosperity for Glory, eindeutig. Warte mal. Du wechselst die ganze Zeit die Seiten zwischen den Factions? Ist das ja, aber das sind, es sind im Wesentlichen beides kurdische Factions, also Parteien, wo ich beiden zugeneigt bin. Und außerdem, ich habe nicht gewusst, dass man nur einer Partei angehören darf. Als ja, ich der zweiten beigetreten bin, bin ich der ersten automatisch ausgetreten. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt wieder eintrete, ist das eingetreten, was ich eh von Anfang an wollte. Ich bin bei der Prosperity Faction und da gehöre ich hin. So. Ja, genau. Ich bin jetzt gerade umgesprungen. Du
Du bist ein Fähnchen im Wind, Ein könnte man sagen. Ein Wendehals bin ich. Wendehals, ja. Ah, genau. Dein Emil Man wird könnte dich beides lieben. sagen und beides wird stimmen. Dem Emil bin ich schon lange nicht geheuerpflichtig. Obwohl, nein, mein Chefdiplomat hat bei dem irgendwas eingerichtet, dass er mich halbwegs mag. Ich gehe wieder auf Deck. Ja, tu das. Und Ich bin auf zwischen. Drachenjagd. Also eigentlich bin Oh, ich nicht auf na, ich Drachenjagd. Eigentlich habe ich mögest eigentlich hab ich die, überleben, sonst die bist. ich habe die Sache genommen, wo gestanden ist. Ah, Drachen machen mir keine Angst. Ja. Nein, ich habe mich an deinen Namen Mohammed gewöhnt Ja, da, und also wenn wünsche ich nicht, dass sterbe, du kommt bald wieder Stifter. stirbst. Ah, na gut, das merkt kann ich auch merken. Mein Bruder heißt Soll, auch Stifter. sollte, nein, nicht mein Nein, Bruder. Russe. Mein, Ja, du glaubst, dein Sohn setzt sich durch. Ja, klar kommt mein Sohn an die Macht. Der hat eine super Gouvernante. Ah ja, genau. Vibes voll. Nein, ich habe kein Geld für Vibes. Oh, was? Ja, Ein ich hätte gern vor allem mehr Geld. Geld wäre war schon das sehr schön. Humble Ich fürchte, ich höre dich jetzt Bragging? gerade nicht. Quietchen? Dann wird er humble. Das will ich nicht. Und kommt gerade zu vielen Messages. Oder ich danke Allah für seine Tugenden. Dann wird er vielleicht stolz oder wütend. Das will ich eigentlich auch Ach so, nicht. dein Sohn. Oder ich kann schauen, dass er stolz wird. Stolz, stolz. Ha, da kriegt man mehr Prestige. Und ja, ich werd probieren, Was dass er kann ich dafür nicht zu machen? stolz wird. Schauen wir mal, was passiert. Ah. Legalism level at least 4. Bist du irre? Nicht stolz geworden, aber zumindest ist er nicht mehr bescheiden. So, außerdem. Ah, will jemand anderer Großvisier werden? Das muss man auch kurz anschauen, aber da kann ich wieder Warte mal, zurück. warte mal. Das kann ich erst wieder verbessern, wenn ich Legalism auf 4 habe. Bist du irre? Kann ich das irgendwie Das klauen? klingt danach, das hilft nicht sehr gut. Nein, kann ich nicht. Ich bin eh schon am höchsten. Ich höre dich gerade nicht im Übrigen, mein Weil ich Lieber. nicht sage. Also, gut. Oh, da habe ich jemanden am Hof, von dem ich nicht mal gewusst habe, dass ich ihn habe. Der würde gern Großvezier werden. Der ist auch besser als mein bisheriger Großvezier. Arg. Und der Wie kann mag mich das auch sein? sehr. Wo kommt der Unfassbar. her? Unfassbar. Sachen gibt's. Der erscheint mir sympathisch. Er ist ein Iraner? Ja, mein bisheriger Großvezier ist slow. Das ist nicht unbedingt toll. Außerdem, aber der liebt mich mit Großvezier. Ah, ist eine schwierige Entscheidung. Nein, 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 ich ändere das. Ich wechsle meinen Großvezier. Neuer Großvezier. So. Den muss ich jetzt natürlich auch wo einsetzen. Ach weh, Schick das ist dich wieder fürchterlich. intern. So, ich habe einen neuen Großvezier. Er ist besser Was als mein mich ein alter. wenig irritiert ist, ich mache überhaupt keine Forschungspunkte. Kann das sein? Man macht das sehr wenig und sehr langsam, glaube ich. Weil er sagt mir plus 0 bei meinen Forschungspunkten bei allen dreien. Wieso ist das so? Haben die anderen auch so wenig? Muss ich irgendeinen von meinen Typen aus dem Council dazu schicken, dass er das macht? Aber ich kann nicht forschen, keine Es gibt Forschung doch, es gibt Projekte, wo deine Leute. Was Okay, denn? warte, alles dabei noch einmal. Die meisten deiner Ratsmitglieder, denen kannst du Aufträge geben in deinem Land, die die Forschung auch verbessern Nein, in nein, deinem nein, Staat. nein, 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 nein. Kann ich überhaupt nicht mehr. Warum nicht? Na, schau's dir mal an, was sie können in dem Ding. Keiner von denen kann Forschung verbessern. Ich Also kann zum Beispiel schau dir Organized mal Rap. den Also Steward an. mein Marshal, der konnte früher Military irgendwas, also Military Schau dir mal Research den Steward verbessern. an, bitte. Hä? Steward, geh mal jetzt auf den Ja. Steward und schau dir die rechteste Option an. Research Economy Nein, da Tech. steht Build Legend bei mir. Oh, das ist interessant. Wieso hast du da was anderes als ich?
Ja, weil ich offensichtlich cooler bin oder eine Legende sein muss. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe da überhaupt nichts. Das Einzige, was ich Du machen hörst kann, recht. ist meinen Spy Master irgendwo hinschicken und da die Technology machen. Aha, das ist wirklich weird. Ich hoffe, Ich das kann liegt zum nicht daran, Beispiel dass auch mit das meinem, DLC bei dir nicht ich kann aktiviert zum ist. Beispiel auch mit meinem Marshall nur Organize Raid machen. Aber vielleicht liegt das an meinem Land, wo ich bin. Du bist Kurde und Kurden können möglicherweise andere Sachen machen. Warte mal, geh noch mal ganz oben links auf die Features bitte. Oh, das I oben links von deinem Gesicht. Ja, verdammt.